zu meiner Rechten habe ich Mr. Armando Ortiz. 7 Jahre in Folge, das 7th German International Flair Open. Was bedeutet es für dich, seit 7 Jahren die Veranstaltung machen zu dürfen und heute in der legendären Print Media Lounge? Ja, es bedeutet mir sehr viel. Es ist ja, es steigt dabei die große Leidenschaft, Liebe, Gefühle, Community. Und das sind gute Bartenders, die überall auf der Welt hergekommen sind. Und wir sind sehr gespannt heute, aber wir denken wirklich, eine geile Veranstaltung und Events heute Abend. Für die Leute da draußen, die noch keine Ahnung haben, was verstehe ich unter dem Wort Flair Bartender? Flair Barkeeper ist eine Möglichkeit, eine künstlerische Darbietung, ein Flairtender auf der Bühne kommen. Es ist wie beim Skifahren. Es gibt verschiedene Stile und Art und Weise. Es gibt Schwierigkeitsgrad, es gibt Originalities und solche Sachen. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, das Thema zu machen. Und deshalb ist es wirklich für die Zuschauer ein interessantes Thema, weil das ist auch ein Entertainment. Die Leute wollen sehen, was da abgeht und so weiter. Und deshalb führen wir das auch so in der Art und Weise. Und wir haben auch professionelle Juroren dabei, die auch wissen, was für ein Moves heute gibt oder was Neueste und so. Und dann werden sie auch natürlich so eine gute Bewertung machen für den Teilnehmer. Wie wird das Ganze denn bewertet? Also nach Schwierigkeitsgrad, nach Genialität? Das gesamte Drumherum wird auch natürlich auch mit Performance, mit Overall Performance, Sauberkeit spielt eine große Rolle, die Art und Weise, wie der Flattender auf der Bühne was macht. All diese Dinge ist sehr gefragt. Ja. Heute hast du ja, oder dieses Jahr ist das erste Mal das klassische Mixen dabei. Was bedeutet das für dich? Du bist ja schon seit über 30 Jahren dabei und hast ja nicht von Anfang an Flaschen durch die Gegend geschmissen. Richtig, es geht darum, die Barkultur ein bisschen nach oben zu bringen. Qualität ist wichtig und das sind die Bartender. Bartender sind vielfältig. Wir sind Flattender, wir sind Mixologe, wir sind Klassiker. Und heute haben wir die Möglichkeit, zum ersten Mal, wie du das erwähnt hast, diese Geschichte als Barklassik zu veranstalten. Das stimmt, ja. Und wie war die Resonanz, als du es ausgerufen hast, dass du das erste Mal jetzt auch die klassische Competition mit einführen willst? Wie kam das an in der Bartenderwelt? Ja, es ist so, es gibt ja bestimmte Regeln, bestimmte Musiksystem auch wiederum. Aber diese Regeln, was wir haben, ist etwas viel lockerer. Es ist nicht so entspannter oder verspannter Angelegenheit, wie die anderen Competition machen. Bei uns ist es einfach, du wirst gefragt und du bist herausgefordert als Barklassiker. Und man muss flexibel sein als Bartender heutzutage. Und deshalb haben wir diese Idee gebracht, ja. Ich habe auch gesehen, oder ich bin jetzt auch, ich glaube, das 5. Jahr mit dabei, wo ich es selber verfolgen kann. Du schaffst es immer wieder, namenhafte Sponsoren reinzuholen. Unter anderem haben wir jetzt Exakt Wodka, Kaif den Energy Drink, Monin ist natürlich wieder dabei. Du bist ja doch sehr gut vernetzt. Und was bedeutet das für die Sponsoren, hier mit dabei zu sein? Es ist ein großes Glück für uns, weil die Sponsoren, die glauben, was wir tun. Aber wir sagen mal so, wir sind bescheiden. Und sie schätzen auch, was wir für Stärke haben. Und letztendlich geht es um Barkultur, Marketing für eine Produkte zu präsentieren. Und das ist ja das Image, das Netzwerk, was wir haben. Und wir arbeiten sehr viel mit verschiedenen Firmen, wie Duke zum Beispiel. Das ist alles aus Deutschland kommen. Wir haben verschiedene Sorte von Coke, Fanta Classic, Coke Life und solche Sachen. Es ist schön, es freut mich. Ich glaube und wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr noch mal mehr werden. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg später auf der Bühne und alle wissen da draußen, sagen wir es mal zusammen. It's Showtime. Showtime.